Wir sind hier in Kleingartach im Bannholz. Das ist ein Teilort von Eppingen. Mein Name ist Florian Faber und wir haben heute die Rebsorte Trollinger geerntet. Wir haben zwei Pelling Straubenverlernter, einen neuen und einen alten. Der neue hat einen Sortiertisch, da wird dann nur noch die Traube, die Beere geerntet und die Drescher und alles bleibt im Weinberg zurück. Ja, das waren 25a, da haben wir jetzt hier 20 Minuten gelesen. Von der Menge her hat es der Kunde geerntet, hier 3,5 Tonnen. Also ist jetzt hier ein guter Ertrag. Klar, wir haben jetzt in dem Jahr leichte Frostschäden in der Flachlage bekommen. Also es gibt auch Weinberge, da sind nur der halbe Ertrag drin, bis gar keiner. Also normal wären jetzt 20 Leute den ganzen Tag beschäftigt, hier den Weinberg zu ernten. Und wir haben jetzt hier in ca. 20 Minuten 3,5 Tonnen Traube geerntet. Ja, zu 90% werde unsere Traube hier in Kleingartach nach Schweigern in die Heuchelberg Weingärtnergenossenschaft abgeliefert. Und da wird dann der Wein erzeugt und vermarktet und verkauft. Es gibt auch noch ein paar Direktvermarkter, aber das überwiegende Teil ist in der Kellerei in der Genossenschaft. Mit unseren zwei Traubenverlerntern ernten wir jedes Jahr 70 Hektar Rebfläche in ca. 20 Tagen. Das wäre in der heutigen Zeit fast gar nicht mehr möglich, von Hand zu ernten, weil einfach gar nicht mehr so viel flexible Erntekräfte zur Verfügung stehen. Natürlich haben wir auch eine Kostenersparnis. Wenn man hier auf den Mindestlohn schaut, sind wir, ich würde sagen, um die Hälfte günstiger wie eine Handlesemannschaft. Hier ernten wir jetzt gerade den Trollinger mit 25 Grad Steigung. Wir können mit der Maschine bei trockenen Witterungsverhältnissen bis zu 35 Grad fahren. Für steilere Weinberge gibt es eine Spezialmaschine auf Raupenfahrwerk. Die kann aber nur eine Seite fahren, also abwärts. Ja, die kann dann noch bis mehr wie 50-60% fahren.